Dann herzlich willkommen zur wöchentlichen Pressekonferenz der Krefeld Pinguine. Danke. Wir sind heute vertreten mit Carsten Frittner und Hans Fritzmeier. Carsten, ich gebe dir direkt das Wort. Es geht um 80 Jahre Eishockey in Krefeld, ein besonderes Thema in dieser Saison. Wir haben erste Details zu den Feierlichkeiten im November. Genau, dankeschön. Ja, wie Sie alle wissen, wird das Krefelder Eishockey in diesem Jahr 80 Jahre alt. Und dementsprechend wollen wir das feiern. Wir haben uns einige Sachen überlegt, was wir machen wollen. Fakt ist, dass wir natürlich immer den Zuschauer, den Fan im Vordergrund haben wollen. Und dementsprechend haben wir uns entschlossen, ein sogenanntes Legendenspiel durchzuführen. Das wollen wir in der Rheinlandhalle machen, die natürlich dazu passt, dass das Spiel dort stattfindet. Das Spiel oder der Tag 80 Jahre Eishockey wird am 12.11. stattfinden. Das ist jetzt sicher. Auch da haben wir überlegt, welcher Termin denn passend ist. Eben nach der Länderspielpause. Wir sind normal im DEL-Spielbetrieb dann. Wir haben am Freitag das Heimspiel gegen Ingolstadt. Sonntag sind wir in Düsseldorf. Und am Samstag, den 12.11. findet in der Rheinlandhalle eben das sogenannte Legendenspiel statt. Also wir werden eine Mannschaft stellen, die eben aus ehemaligen Leistungsträgern des Krefelder Eishockey ist. Da sind wir gerade dabei, die Spieler zu akquirieren. Natürlich macht das Rüdiger Noack mit seiner Erfahrung, aber wir greifen auch auf Personen wie Uwe Fabik, Peter Brux zurück, die natürlich diese ganzen Kontakte zu diesen Spielern haben. Und dementsprechend sind wir froh, dass wir schon verkünden können, dass wir Pawlikowski und Scotty Lenkow verpflichten, sage ich jetzt mal, können. Also die beiden werden schon mitmachen. Milo ist noch ein Fragezeichen. Die drei nenne ich natürlich zuerst, weil unser Aufsichtsratsvorsitzender Herr Schulz seinerzeit versprochen hat, dass die drei ein Abschiedsspiel bekommen. Das bekommen sie jetzt hiermit, etwas verspätet, aber sie bekommen es selbstverständlich. Und wie gesagt, bei Milo, ich glaube, der ist noch aktiv, er ist noch Trainer oder irgendwo, ich weiß es nicht genau, da steht es eben noch aus. Und darüber hinaus haben wir mit Earls Bry, Martin Gebel und selber Uwe Fabik wird natürlich auch mitspielen. Auch schon Personen, die wir zugesagt haben. Und der Kader wird jetzt peu à peu in den nächsten Wochen aufgefüllt mit, ja, das wissen Sie auch, wen wir da anfragen würden und wen wir anfragen können. Also wir können jetzt nicht noch 10 Spieler aus Übersee dazu holen, aber da werden bestimmt welche kommen. Chris Lindberg war hier vor 5 Jahren, ob wir das nochmal machen, wissen wir noch nicht genau, aber Johnny Walker ist auch immer ein Thema, aber das steht noch aus, die Zusagen stehen noch aus und da müssen eben erstmal die Gespräche geführt werden, ob die denn können, ob die mit ihrer Familie rüberfliegen können oder nicht. Also es wird eine bunte Mischung von ehemaligen Spielern werden. Die werden gegen die Mannschaft vom EV Füssen spielen. Das ist ja auch eine Mannschaft, auf der sage ich Ihnen, glaube ich, nichts Neues, die mit ehemaligen Allstars immer noch sehr, sehr gut bestückt ist und das wird eben dann das Eishockeyspiel werden. Drumherum wollen wir eben einen Tag machen, 80 Jahre Eishockey in Krefeld. Ich sage immer bewusst Eishockey in Krefeld und nenne jetzt nicht die Pinguine oder den KfV 81 als solches, sondern es soll ein Zusammenschluss von allen Eishockeyvereinen sein oder Eissportvereinen in Krefeld. Wir arbeiten also hier eng zusammen mit dem schon genannten KfV 81, aber auch mit EVK oder SCK. Soll rundherum ein schöner Tag werden. Da ist natürlich jetzt gerade so ein bisschen mit der Werner-Rittberger-Halle, haben wir jetzt ein bisschen neue Planungsgegebenheiten, müssen wir eben gucken, wie weit wir die Rheinlandhalle den ganzen Tag denn nützen können oder ob schon am Nachmittag nicht irgendwelche anderen Spiele dort stattfinden. Das sind ja so Sachen, die es jetzt in den nächsten Wochen noch zu planen gibt. Das ist also die eine Sache, die wir machen werden. Die Tickets werden ganz normal in den Verkauf gehen. Die Ticketpreise werden sich bei 12 Euro für den normalen Sitzplatz bewegen, bis hin zu 5 Euro für ein Kind, für den Stehplatz. Also wir denken, das sind sehr humane Preise. Wir müssen halt ungefähr die Kosten rauskriegen, die wir damit eben haben. Und deswegen sind diese Ticketpreise unserer Meinung nach eben sehr human. Wir gehen auch davon aus, dass viele kommen werden. Das hängt natürlich auch davon ab, wen wir denn da letztendlich aufs Eis bringen können. Als zweites, weil so ein 80-jähriges Jubiläum gilt es auch ein bisschen, in der Politik zu feiern, werden wir offiziell vom Herrn Oberbürgermeister Mayer einen Empfang ausrichten. Auch das wird am 12.11. stattfinden, dann wahrscheinlich eher in den Vormittagsstunden. Da werden dann auf Einladung von Herrn Oberbürgermeister, aber auch von den Pinguinen, Leute aus
Medien, Sport, Politik, etc. eingeladen, die in den letzten Jahren oder Jahrzehnten das Krefelder Eishockey geleitet haben. Wollten wir eigentlich erst einen Tag vorher machen, am 11.11. Da hat man mich im Rathaus aufgeklärt, am 11.11. eine Veranstaltung dort zu machen, sei ich so clever. Dann muss ich nachgeben, weil das Prinzenpaar den Rathausschlüssel dann in Empfang nimmt. Hatte ich in dem Fall vergessen. Also war es am 12.11. Genau, das sind die ersten Informationen dazu und ja, das ist was dazu. Kannst du schon sagen, wann das Spiel stattfinden wird in dem Rathaus? 18 Uhr. Und EV Füssen, das Traditionsteam des EV Füssen dann? Ja, die ja. Legionäre. Ja. Nämlich in römischen Nummern. Wobei, wann wird der Gast überhaupt spielen? Zwei, drei Wochen. Dann nach dem Spiel irgendwie noch was? Danach gibt es noch eine offizielle Party im Goldenen Hirschen. Auch das wird stattfinden. All die Spieler, die hier sind, die wollen ja auch entsprechend feiern. Und die sollen auch nicht im Hotel oder so sein, sondern wir machen eine offizielle Party im Goldenen Hirschen mit Fans und alle, die dabei sind. Auch das wird passieren. Ja. Da halten wir uns ehrlich gesagt dann so ein bisschen raus aus dieser Party, die findet statt. Und, aber ist nicht mehr so ein ganz offizieller Teil von unserer Seite aus. Das ist ja wie Kompromiss, oder? Ja, die werden das organisieren. Ja, ja, Franz, dritter Platz in Bremerhaven. Dann zwei hochkarätige Gegner vor der Brust, am Mittwoch in Ostrava und am Samstag Togo. Wer ist fit? Wer bleibt hier? Wie sieht es im Team aus? Ja, wir haben jetzt nochmal das Wochenende zu kommen, weil man in seiner Spiel gegen Iserlohn war. Ziemlich gutes Niveau von beiden Mannschaften. Ich denke, je länger, also das erste Drittel, denke ich, war klar für uns. Das zweite Drittel haben wir nicht so hoch gespielt. Da war ja ein bisschen der Wurm drin. Dann, aber das letzte Drittel haben wir wieder gut angezogen, auch denke ich, verdienten Ausgleich gemacht. Und dann in der Overtime hätten wir eigentlich das Spiel klar entscheiden müssen, auch mit der Überzahlsituation, weil es leider nicht gelungen ist. Penaltisch ist es dann immer ein bisschen Lotterie und es war ein bisschen schade, dass wir das Spiel gegen Bremerhaven nicht hatten. Dann am nächsten Tag und so dann, ja, gegen Rinden Sport, die haben natürlich alles gegeben, Rinden, und haben alles gemacht, getan, aber kann halt, war dann nicht wirklich auf Augenhöhe für uns und da war es halt mehr wie ein Trainingsspiel. Und ja, aber alle haben es verletzungsfrei überstanden und jetzt werden wir heute wieder ins Business einsteigen und heute wird nochmal ja, ernsthafter Test sein, wer in welcher Verfassung ist und wer dann morgen auch in Flieger Richtung Champions League steigen, werden nicht alle dabei sein. Wir werden morgen mit 11 Stürmer und 12 Stürmer und 7 Verteidiger reisen. Aber jetzt ist die Vorbereitung vorbei. Mittwoch ist unser erstes Endspiel diese Saison. Also im Endeffekt müssen wir Mittwoch zumindest, wenn wir Mittwoch 2 Punkte holen, sind wir weiter. Das ist absolut unser Ziel. Wie sieht's aus? Oder ein Punkt. Ein Punkt reicht. Ihr habt gestern habt ihr Klobertanz, Kieta und Rosinius pausieren lassen. War das eine reine Vorsichtsmaßnahme? Das heißt, bei Basilias war es Vorsichtsmaßnahme, er hatte Prellung am Arm. Und Klobertanz und Kieta hatten sehr viel Eiszeit in den anderen Spielen und deswegen haben wir ihm mal eine Pause gegeben und es war dann auch die Möglichkeit, dann mal für andere Spieler sich ein bisschen mehr zeigen zu können. Okay. Trainiert heute Mittag? 16 Uhr. Der Patrick Garrett war jetzt am Wochenende mal auf Eis hier in der Königpalast. Sieht es aus, hast du auch was erfahren? Ja, der hat bis zu einem gewissen Punkt trainiert. Heute wird der erste Härtetest sein, ob er, wie man so schön sagt, runtergehen kann im Butterfly und dann auch Beine eben schnell genug bewegen kann, ohne dass es ein großes Risiko ist. Und wenn es okay ist heute, wird er auf jeden Fall morgen mitreisen, dann morgen Abend nochmal in Mitkowice trainieren oder in Ostrava trainieren. Und werden wir dann sehen, ob er ganz fit ist und spielfähig ist. Nehmt ihr dann gegebenenfalls 3 Torhüter mit? Ja, macht Sinn.
wer ist sonst noch vakant? Du sagst, es werden definitiv nicht alle mitfahren. Also ist da schon was sicher? Und kann sein, dass der ein oder andere rausfällt, weil er sich leistungsmäßig nicht qualifiziert hat. Kann, aber muss nicht. Hoffentlich nicht der Teufel. Ja? Nix. War eine gute Bemerkung von mir. War das da so ein Fingerzeichen dann in Iserlohn, dass du da im letzten Drittel den Lukas für Dragan in die erste Reihe gestellt hast? Inwiefern meinst du Fingerzeige? In welche Richtung? Von Leisten. Von wem? Von Dragan. Finde ich ein bisschen, ehrlich gesagt, ein bisschen unnötig, die Frage und auch die Aussage, finde ich. Wenn man das Spiel gesehen hat, finde ich schon, muss ich echt sagen, möchte ich nicht so sagen. Okay. Wir müssen auch genau aufs Spiel schauen. Mhm. Wir müssen nie in der Vergangenheit leben. Wir müssen genau aufs Spiel schauen, was genau passiert ist. Ja. Die Reihe hat definitiv nicht funktioniert. Mhm. Aber wird da wieder anders. Gibt es denn da jetzt schon so Hinweise, wie die Reihen aussehen können? Ich wollte mal schauen, wie welche Verfassung der ein oder andere ist. Vielleicht fällt der ein oder andere gar nicht mit. Mhm. Gegen Bitcoin in Osterwald war ich 100% motivierter Spieler. Ich habe da ein bisschen das Spiel geguckt, als sie in Ulo gespielt haben. War schon Top-Leistung, muss ich sagen. Also in Ulo 0-0 zu spielen, dann bist du unglücklich nach Verlängerung zu verlieren. Mhm. Überragende Torwartleistung wieder von, finde ich, von Osterwald. Ich sage, es ist schon eine starke Mannschaft, besser als ich gedacht habe. Auch wieder einmal auch mehr als in den Auftritt hier bestätigt, dass sie läuferisch stark sind, technisch stark sind, aber auch hart spielen können. Also, finde ich jetzt nicht so weit weg von Hulo. Die hatten ja hier einen wichtigen Spieler noch nicht dabei, weil den Hulo da war. Warum ist hier auf den Namen nicht nachlegen? Der hier nicht. Ja. Lord Dress stand ja hier auf der Liste, das ist einer von den Leistungsträgern. Da habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht so drauf geachtet, aber ich glaube, dass er auch nicht dabei war. Da hat doch der Trainer auch in der WHO in 2 Wochen gesagt. Ja, das ist ja nicht mehr das. Aber ich rechne mit seinem Einheit. Der Name ist mir jetzt auch gerade nicht, aber ich glaube, dass er. Ich rechne damit, dass er Mittwoch komplett spielt. Mhm. Außer es ist jetzt am Wochenende irgendwas passiert, weiß ich nicht. Aber die Meisterschaft hat er noch nicht gewonnen. Nein. Ja. 12. Zwölf? Ich glaube, 12. Ja. Jetzt schon die Frage mal positiv stellt. Der Lukas Grosjehol hat ja jetzt mehrfach auch erste Reihe gespielt und so weiter. Er hatte vor der Vorbereitung ja eigentlich viele Leute gar nicht so auf dem Zettel. Kann man den so als Gewinner der Vorbereitung bezeichnen? Ja, ich wusste immer, dass der Lukas viel Potenzial hat, aber nachdem er letztes Jahr hier ankam, in einem sehr schlechten körperlichen Zustand war, also alles andere als DL-tauglich war, und dann während der Saison haben wir das schon ein bisschen korrigiert, aber war natürlich ein sehr weiter Weg und er ist halt spielerisch stark und jetzt hat er auch körperlich stark zugelegt, ist jetzt vielleicht bei 60-70% und hat dadurch kommt natürlich sein spielerisches Element noch mehr zu tragen, wenn er sich auch durchsetzen kann und er hat durchaus angedeutet oder auch gezeigt, dass er eine Alternative ist für die vorderen Reihen, wenn es Bedarf gibt. Aber man darf, muss ja bei ihm immer dran denken, ist noch ein junger Spieler, der wirklich einen großen Schritt nach vorne gemacht hat. Und ja, einer der positiven Erscheinungen bis jetzt war. Und hoffentlich geht es auch so weiter. Bei 60-70%, was möglich ist. Aber es ist jetzt kein Thema, dass er momentan Top 6 stürmt. Da irgendwas aus Ostrava gehört, wie viele Karten die verkauft haben? Ist da voll? Oder? Nee, wir haben noch nichts gehört. Außer, dass sie sich sehr auf uns freuen. Wer nicht? Ja.
Ja, gibt es weitere Fragen? Dann bedanke ich mich. Wir schicken gleich noch eine Pressemeldung mit den ersten Infos zum Jubiläumsspiel rum. Und ich hoffe, den meisten bis morgen, wenn wir nach Ostrava fahren.